45 Grad. Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei dem mittlerweile dritten Video zur ESL World Cologne 2016. Diesmal sind wir für dem Video für den 7. Juli, also Gruppenstage Tag 3. Kurze Auswertung vom heutigen bzw. morgen dann gestrigen Tag. Einmal Astralis gegen Gambit. Überraschenderweise war zwar BO1, aber überraschenderweise an Gambit. Dignitas lag ich richtig. Navi, auch ein sehr solides Spiel. Anfangs ein bisschen gebankt, weil die Nip-Leute in Führung gegangen sind, aber gut. Optik gegen Flip hat mich sehr geärgert, weil, ja, Optik ging halt einfach teilweise richtig in Führung. Der stand irgendwie 13 zu 10 und, oder 12 zu 10 und dann verkacken sie halt einfach durchgängig weg. Liquid VP genauso ärgerlich, das hätten die super machen können, weil schaut euch mal diese Stats an, man simple war. Richtig insane. Nitro war richtig insane. JDM war auch gut on fire. Und naja, Mouse gegen Envies haben wir wiederum richtig predicted. Da hat Chris Jane richtig gut Spiel abgeliefert, genauso wie Speedy. SK, einfach komplette Dominanz von SK. Coldzera hat so ein krasses Game einfach wieder mal gehabt. Der Boy ist einfach krank. Fnatic, auch sehr schönes Abschlussspiel. Dachte ich mir, dass sie sich das nicht nehmen lassen würden, jetzt aus dem Turnier zu fliegen. Und ja, da sehen wir es sich. Dignitas, Navi, Maus, SK richtig hatte. Fnatic musste ich einfach nochmal umswitchen, Leute, das habe ich kurz vor Beginn gemacht. Es tut mir sehr leid, wenn die Leute, die vorher geguckt haben, G2 wegen mir gepickt haben und deswegen jetzt die 2 Punkte fehlen, das tut mir sehr leid. Aber ich musste einfach umsetzen, ich konnte es so rum gar nicht mehr lassen. So, Spiele für morgen, Astralis gegen Dignitas, ich denke mal so wie im BO1 wird sich Astralis auch noch ein zweites Mal durchsetzen. Nip gegen Flipside, ja, denke ich mal auch einfach Nip, weil Nip ständig gegen Flipside spielt und ziemlich oft am Gewinnen ist, außerdem sind die Ninjas gerade richtig on fire. Liquid gegen Maus ist ist das schwierigste Spiel, wenn ihr mich morgen fragt, nämlich hat Maus heute ein doch relativ solides Spiel gegen Envious hingelegt. Jedoch denke ich halt einfach, dass es Liquid machen wird, weil die haben mit Simple und Elish und Haiku und ach, die sind einfach gerade krass drauf. Dann haben wir FaZe gegen Fnatic. Da habe ich einfach gesagt, das wird Fnatic machen. Ganz einfach aus dem Grund, es war ein Luck-Game. Es war das allererste Game. Ich glaube, Fnatic wollte sogar teilweise ins Lower Bracket. Und ja, das war halt auch nur 16-14 Sieg auf das 2. Also ein von den nicht besten Maps von Fnatic. Und ich denke mal, wenn es ums BO3 geht, dann werden sie da schon ordentlich aufdrehen. Gut, soweit bedanke ich mich dann bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Großes Dank auch für diesen Mega-Support. So 130 Views, ist krass. 2 neue Abonnenten dazugekommen, 2 Likes, kommentiert wurde auch. Ja, ich bin einfach richtig zufrieden mit den Ergebnissen zu diesen Videos und ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort und wir hören uns dann morgen bei der Auswertung des Gruppenstage-Tages 3. Bis dahin, see ya. Not in Gua, find some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tombs, looking to make a vow soon.